Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Runde Hand Showdown. Ah, zu schade. Ich habe gerade eine knappe Stunde sogar gespielt und hatte keinen Ton. Also eine spannende Folge. Ich habe sogar einen Butcher gelegt und meinen Bounty rausgebracht und wirklich auf die letzte Minute. Ja, wir haben jetzt einen besonderen Charakter, meine Lieben. Und zwar dieser hier. Also, unser junger Freund hat einen Perk mit doppelt Zweihänder. Wir gehen also eine 16-Schuss-Repetierwaffe mit angeheftetem Schlagkolben, damit wir nicht immer aufs Messer switchen müssen. Und eine doppelläufige Shotgun für den Nahkampf gegen Feinde. Aber die Mili-Waffe ist so stark, dass da sind auch Krähen, dass eigentlich nicht viel übrig bleibt von den Gegnern. Da kann man auch einen Tank mit ausnocken. Ups, mein Fehler. Das war scheiße, die habe ich zu spät gesehen. Ein bisschen oben rum. Hinter uns. Also wirklich scheiße jetzt. Also jetzt muss ich auch mal scheiße sagen, ja? Katastrophe. Von einem Hindernis ins nächste gerannt. Aber das war nicht das Problem. Unglaublich laut gewesen. Und es war halt jemand hinter uns. Aber wir checken mal die Map. Hier ist nichts. Wir könnten da hingehen. Ja, wie gesagt, es war jemand hinter uns. Der hat da die Krähen aufgeschreckt. So, du bist der Tank. Okay, lass uns weiter. Warum wird da so viel geschossen? Bei der Kapelle oder was? Wir können auch erst zur Kapelle gehen. Müsste man nicht durch den Sumpf waden. Aber hier unten ist ein bisschen angenehmer, weil es hier nur einen Ausgang gibt. Wir suchen erstmal in Ruhe hier unten. Überall wird fleißigst geschossen.
gucken, manchmal ist hier ein Hinweis dran, glaube ich. Ah, der Kirchturm ist super stressig. Aber da ist der nächste Hinweis. Checken wir den mal kurz. Sowieso, wenn es viel da drin ist, ne? Du bist so gut dabei, wenn du da oben drin stehst. Okay. Dann versuchen wir mal so zu laufen, dass da wenigstens ein bisschen was vor ist. Und jetzt muss gejoggt werden. Oh, ihr Krähen. An die Wand. Okay, sieht gut aus. Zwei Clues ist es nicht gut. Zwei Hinweise ist ein guter Indikator dafür, dass es hier ist. Schnell, 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 schnell. Das ist nicht hier. Damit ist der zweite Hinweis nicht weg. Sie hatte mich schon im Target. Alice Farm. Zu spät. Zu spät, dass Krähen gehört. Oh, so ein dickes. Ich mag die Waffe. Wirklich. Naja, umso kleiner die Zone wird, ne? Vor uns. Ist der Hinweis. Komm, scheiß drauf. Ich nehme hier die Zombies weg. So weit weg.
würde sagen, ein Gebiet weiter. Mich gesehen, ja. Scheiße, ich werde vergiftet. Super nervig, diese Viecher. Glück gehabt, dass ich nicht vergiftet wurde. Jetzt echt gut zur Sache da drüben. Das hört sich eher nach einem Kampf an mit der Spinne als mit dem Gegner. Deswegen nähe ich mich da etwas schneller. Kein Bock auf Blutungsschaden, geh weg. Jetzt wird es langsam. Ist nur ein Brecher. Die mähen halt gerade die Spinne um. Ich schaue gerade, ob ich hier irgendwo hochkomme. Dass ich sie sehen kann. Die Herrschaften sind leider alles andere als leise, ne? Wow.
war nicht das Dach, ne. Sie versuchen es halt gerade mit Feuer zu machen. Da ist die Spinne. Ich glaube, sie stehen hier unten am Eingang. Jetzt müssen sie sich um den Brecher erst kümmern. Ist halt noch super aggro, die Spinne. Als ob da noch irgendjemand drin sei. Ich überlege gerade, ich gehe, glaube ich, wieder zurück ins Haus. Dass ich die Spinne hier aggro mache. Der Butcher wird gebanished, okay. Ne, ich mache die Spinne nicht aggro. Dass er das sehen kann, wenn sein Kollege kommt. Sie werden da hingehen. Ich verstehe noch nicht, warum die so aggro ist. Die ganze Zeit. Mal kurz checken, ob er noch da ist. Vielleicht war er auch alleine.
Geschichte immer, ne? Die Frage, die sich stellt, war er wirklich alleine? Oder war er nicht? Oder war er mit jemand anderem hier? Na du Spalterich, wo bist du? Spider-Man, Spider-Man. Anders was keiner sonst. Ah ne, es war Spider-Schwein. Was macht die da drin? Glitscht du irgendwie? Bist du irgendwie festgeglitscht? Bounty's on the move. It's one team. Miss Fee. Komm schon, lass mich los! Lass mich los! Ich muss hier kurz raus. Ich muss hier kurz raus. Doch, war richtig. Hier raus. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Weil ich nicht sehen kann, weil ich nicht sehen kann. Nicht zu früh nutzen, erst warten. Die gehen rechts rüber, die beiden. Das Vieh ist so schnell. Ein Schuss, ne? Ich hätte einfach runterspringen sollen. Schund. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Bounty überhaupt hole. Wie, du lebst immer noch? Was? Was? Mal kurz die Giftwolke da weg. Und, aber die sind ohne Probleme, ohne Schüsse, können die extracten. Komm jetzt her. Sie darf mich halt nur nicht anspringen, ne?
das ist ein... Wisst ihr was, ich riskier's. Scheiß drauf. Ist mir egal. Ich könnte es jetzt liegen lassen, alles mitnehmen. Ja, die ganzen Punkte, die ich eingesammelt habe. Ah, sie sind ohne Probleme entkommen. Okay, das hörte sich gerade so an, als ob es draußen gewesen wäre. Richtung Südosten müssten wir. Ne, da drüben ist die Luke. Ja, ich gönne mir gleich den Stamina-Shot. Und dann rennen wir. Das Problem ist halt, ich würde den im Süden wählen, ne? Weil die anderen sind oben rechts entkommen und jeder, der versucht hätte, die einzuholen, müsste. Oder gehen wir nach Norden? Rein logisch wäre der im Süden, also macht der im Norden mehr Sinn, ne? Wir nehmen den im Norden. Irgendwas mitzubekommen, ne? Irgendwas zu hören oder so. Wer draußen vielleicht doch noch einen Partner hatte oder was. Prozent haben wir schon. Das mit dem Brecher ärgert mich gerade ein bisschen. Auch dass er mich angesprungen hat, weil ich dachte, er hätte sich da irgendwie festgeglitscht oder was und war deswegen die ganze Zeit so aggro. War wahrscheinlich auch wirklich, weil er war die ganze Zeit in derselben Ecke. Es ist halt ärgerlich, dass ich die Balken jetzt nicht habe. Ich bin halt ein One-Shot, ne? Oder One-Click für eine dicke Waffe oder. Bounty's on the way. Aber mit dem Stamina Shot kommt man schon eine ganze Ecke. Das hält ziemlich lange. Wie gesagt, ich gehe jetzt einfach nur davon aus, dass die meisten, wenn sie mich abcampen wollen, 10 in den Süden gegangen wären. Deswegen mache ich mich auf nach Norden. Sie können sich ja gerne noch einen Bounty holen. Liegt da ja rum. Ah, straight Norden jetzt. Krähen rechts, werden nicht aufgeschreckt. Sehr gut. Zeit.
Der eine Richtung, der eine mit dem Feuer hätte mich halt nicht treffen dürfen, ne? Deswegen hielt ich jetzt für angebracht, nochmal nach hinten zu gucken. Trotz Stamina Boost. Da ist die Kutsche. Zu sehen, ob jemand in der Nähe ist, ist daran, ob die Pferde scheu sind oder nicht. Wie schaut's aus, Pferdchen? Alles safe? Danke euch, ihr seid die Besten. Dass hier kein Brecher oder so wartet, ist sehr seltsam. Und weg. Ja. Schönes Ding. Hunt. Showdown. Oh, diese Spinne. Die ist aber auch so schnell. Alles andere in diesem Spiel ist so langsam, aber diese Spinne, die ist auf Speed. Nett von dem anderen, dass er so frei war und sie mir schon halb zerlegt hat. Fand ich gut. So, jetzt noch ein ewiger Ladebildschirm, über den wir ganz geflissentlich hinwegschnacken. So schade, dass ich die 60-Minuten-Aufnahme nicht zeigen konnte, ne? Also wirklich, ich gegen den Bascha. Ich hatte keines Shotgun dabei. Gegen Ende des Fights musste ich nochmal kurz weglaufen, Munition suchen. Ich hatte sowohl meine Pistole als auch mein Repetiergewehr leergeschossen. Der war einfach noch nicht ganz down. Und mit einem Butcher sollte man nicht immer den im Nahkampf fighten. Und das war heikle. So, erster Hinweis. Kaching. Zweiter Hinweis. Kaching. Dritter Hinweis. Kaching. Spider gefunden. Spinne getötet. Extracting. Nochmal 100 um aus. Banish. 7 Zombies gekillt. Hive Kills 2. Mit Rüstung gekillt. Einen Hunter haben wir umgenietet. Ja, der hatte aber auch echt Pech, der Junge. Das muss man ihm mal so lassen, ja. Ich habe auch extra gewartet, bis der Hive ihn angreift. Aber da habe ich auch noch gedacht, sie sind zu zweit. So, wir haben angelockt. Und zwar das Medikit. Oder? Nee, Quatsch. Wir haben Dynamit angelockt. Und Dynamit, Medikit ist das nächste. Continue. Bisschen Schotter haben wir auch. Wir gucken jetzt hier nochmal. Wir können ihn upgraden. Er ist ja eigentlich schon sehr sick, ne? Also er kann halt zwei Zweihandwaffen tragen. Das macht ihn schon mal nicht schlecht. So, neue Rekruten. Was gibt's denn hier? Shotgun-Pistole. Repetier. Boah, der hat ein Dynamit-Bundle dabei. Alter, das ist richtig Damage, was da drin hängt, ja. Wow. Da mähst du ganz gut was mit weg. Melee Damage? Okay, du kannst damit zuschlagen. Okay, niedrige Reichweite, aber macht auf jeden Fall sogar richtig viel mehr Damage als das normale Dynamit. Und das ist schon echt tödlich. Wow. Okay, wir gehen nochmal zu Updates. Kann ich mir Heilung kaufen? Ich könnte mir noch einen großen Balken dazu holen, ja. Oder noch ein paar kleine. Nehme ich gleich einen großen Balken? Ich würde sagen, der letzte Balken macht mehr Sinn, wenn er groß ist, damit er Feuer und Gift tanken kann, bevor er komplett weg ist.
Ja. Und dann kommen die beiden Kleinen. Die sind ja quasi dafür da, um... Das sollten, glaube ich, Leute machen, die Dings machen. Die im Duo spielen, weil jedes Mal, wenn du jemanden aufhebst, verschwindet ein Balken. Also hätte ich jetzt 4 Leben, anstatt, wenn hier noch ein dritter dazwischen ist, ja? Anstatt 3 Leben. Verstehst du? Mhm. Upgrade. Er hat das hier drin und das könnte ich... Nee, ich habe jetzt keine Punkte mehr dafür. Ja, aber ich kann ich ihm 2 Perks geben? Geht das? Oder darf der immer nur 1 haben? Ich glaube, die dürfen immer nur 1 haben. Alter, das ist sick. Was ist das hier? Bloodless. Oh, Alter, das Bild. Immun gegen Bleeding. Okay, schnelle Feuerrate. Ey, die Bilder sind ja der Hammer. What the fuck? Okay, 50% weniger Nahkampfschaden. Alter, das ist geil. Okay, da gibt's schon crazy shit. Die Bilder sind echt durch. Wow. So, wir gucken noch mal ganz kurz hier rein, bevor wir dann mal das Video beenden. Wir können jetzt Dynamit mitnehmen. Dynamit ist sehr geil zum Campen, ne? Oh, 45. Nehmen wir mit. Was soll's denn? Ich habe immer einmal eine Feuerbombe dabei, um Leute zu verbrennen. Das hätte ich eigentlich direkt machen sollen. Das war total dämlich von mir. Ich hätte sofort einen Molotow auf ihn schmeißen sollen, um ihn aus dem Fight zu nehmen, damit ich die Ecke nicht permanent deffen muss. Ja gut, das sei jetzt dahingestellt. Ich wollte ihn ja vielleicht auch ein bisschen rauslocken. Wow. Gut, wir kommen noch mit Dynamit und damit haben wir dann auch das Update, Updaten quasi beendet. Ich habe keinen Stamina-Shot mehr. Sollte man echt nicht unterschätzen, diesen Stamina-Shot, ne? Also wenn man in der Zwickmühle steckt oder so, einfach Stamina rin und weg. Achso, ich kann die gar nicht kaufen. Also den hatte er ja gerade am Anfang dabei. Für eine Minute durchgehend rennen, das ist echt gut. Na gut, in diesem Sinne, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Ach du, kriege ich erst bei Rang 19. Ich bin Rang 8. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Macht es gut, bis zur nächsten Runde. Euer Midnight. Ciao.